Nachtgedanken. Wir sind in der Nacht. Ich bin in der Nacht. Die Nacht ist über mich hereingebrochen, mit einer Schnelligkeit, die mich überrascht. Es ist das Merkmal der Nacht, dass es dunkel ist. Man bewegt sich durch die Nacht vorsichtig. Man rennt nicht durch die Nacht. Man kann nicht sehen, ob nicht einige Meter weiter eine Wurzel oder ein Stein einen zu Fall bringt. Deswegen geht man in der Nacht umsichtig. Für mich ist es eine Nacht, aber ich glaube, es ist auch eine Nacht über die Welt hereingebrochen. Und das Erstaunliche ist, dass die meisten Menschen das gar nicht bemerkt haben. Sie rennen durch die Welt, als wären wir immer noch am Tag. Im Licht sieht man Dinge klar. Man hat über viele Dinge Gewissheit. Wie viele Dinge heute in Ungewissheit sind, ist vielen Menschen nicht klar. Es gibt in der Tagwelt, die hinter uns liegt, epochal hinter uns. Selbstverständlichkeiten, die in der Nachtwelt nicht mehr selbstverständlich geworden sind. Grundverhalten bestimmter Höflichkeitsformen, bestimmten Respekts, bestimmter Redlichkeit und Verlässlichkeit. Die Tagwelt, die hinter uns liegt, war nicht perfekt. Aber die Nachtwelt, wie ich die Epoche, in die wir eingetreten sind, benennen möchte, hat eigene neue Spielregeln. Spielregeln, die manche schnell erlernen, für andere schwierig zu akzeptieren sind. In der Nacht ist man immer auf sich gestellt. Drei Schritte zu viel und der Nebenmann ist im Dunkeln fort. Fünf Schritte weiter und eine Gegnerschaft manifestiert sich wie aus dem Nichts vor einem, die man nicht vermutet hat und nicht vorhergesehen. Man könnte die Zeit, in die wir eingetreten sind, mit einigem Recht auch als eine Kriegszeit bezeichnen. Auch wenn im Moment und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit kein Blut fließt, keine Keulen geschwungen werden, keine Waffen gezückt. Auch wenn der feuchte Traum mancher Menschen sich wünscht, es sei so. Der Krieg unserer Zeit ist schon vor Jahren von Leuten als der Infokrieg vorhergesagt worden. In jedem Krieg gehen bestimmte Formen der Redlichkeit zuerst verloren. Denn wenn die Menschen attestieren, sie sind in einem Krieg,
schalten die Gehirne auf eine andere Art des Funktionierens um, als es in Nichtkriegszeiten der Fall ist. Man bewegt sich dann durch eine Welt mit alten Regeln, nur mit der Gefahr, niedergerannt zu werden. Das ist ein Charakteristikum unserer Zeit. Es ist selbst Leuten, die sich nicht aus einer philosophischen Perspektive mit der Welt befassen, manchmal, wenn sie innehalten, klar, dass sie mitunter auf 6 Wochen, 2 Monate Zeit zurückblicken und manchmal auch ihnen der Eindruck klar wird, dass sich in 6, 8 Wochen für sie die Welt ändern kann, aus ihrer Perspektive, wie sonst allgemein in Jahren und Jahrzehnten. Wenn Menschen heute auf die Zeit etwa des Januar zurückblicken, werden sie feststellen, wie verändert ihr Blick auf die Welt, die Gesellschaft, den Staat, gesellschaftliche Organe, den Wissenschaftsbetrieb und viele Mitmenschen, wie sich dieser Blick in kürzester Zeit für viele radikal verändert hat. In der Nachtzeit ist es auch oft schwierig zu erkennen, wer ist Freund und wer ist Feind. Es ist mitunter schwierig zu erkennen, ob der scheinbar freundliche Zuruf, den man hört, einen zu einem sicheren Weg führt oder in die Irre. Man kann sich nicht verlassen. Das ist die Logik von Kriegszeiten immer gewesen. Wer die Geschichte studiert, wird feststellen, dass die Vorstellung des edlen Krieges, in dem Menschen gemeinschaftlich zusammenhalten, weitgehend eine Fiktion ist. Ich lernte das auf ebenso eindrückliche wie deprimierende Weise vor vielen Jahren, als ich die Erzählung hörte von vormaligen Insassen deutscher Konzentrationslager des Nationalsozialismus. Ich hatte damals noch als Schüler in einer gewissen Naivität, die wohl jeder Mensch hat, der in einer friedlichen Zeit aufwächst, die Vorstellung, die vielleicht viele haben, dass Not die Menschen zusammenschweißt. Das ist, wenn man die Geschichten solch eines Höllenortes liest oder hört von Zeitzeugen und Überlebenden, eindrücklich zu erleben, nicht der Fall. Tatsache ist, dass in einer Knappheit, sei sie real oder nur in der Vorstellung, der Zusammenhalt brüchiger ist und die Verlässlichkeit abnimmt. Das ist für Menschen wie uns,
die wir seit 1945 gewohnt sind, permanente Sicherheit, permanent zunehmende Sicherheit, jedenfalls bis in die allerjüngste Zeit, und ein permanentes zunehmendes Wohllebens, des Wohlstands. Jedenfalls im Großen und Ganzen genommen. Dass es für uns schwer verarbeitbar ist, auf einen Wandel der Zeit einzugehen, in dem von vielerlei Seiten dies untergraben ist. Eine Sache, die mir in unserer Zeit allerdings besonders erschreckend erscheint, ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir Menschen in der Lage sind zu erfinden, und zwischen dem, was wir in der Lage sind, geistig zu überschauen und zu beherrschen. Das ist eine andere Form von Nacht, zu dem ich Gedanken habe. Nacht. Gedanken. Wir sind umnächtigt, geistig umnächtigt in einer technischen, Hightech, hochmodernen Welt, die wir geschaffen haben, die uns aber, wie ich meine, zunehmend geistig überfordert. Und davon kann sich ganz niemand ausnehmen. Niemand kann sagen, dass er dieses Komplexitätsniveau, welches unsere moderne Gesellschaft kennzeichnet, technisch wie organisatorisch, dass irgendeiner diese komplett durchschaut und versteht. Ich meine, es ist im Gegenteil eine Gefahr der Nachtzeit, in der wir leben, dass man sich in der Dunkelheit verhält, als wäre es taghell. Natürlich will man, wenn man so lange wie wir in einer taghellen, sicheren, wohlständigen und von einer großen Verteilungsgerechtigkeit gekennzeichneten Gesellschaft gelebt hat, jedenfalls im Verhältnis zu sämtlichen vorangegangenen Gesellschaften, so will man schwer davon lassen. Man handelt mit selbstverständlichen Erwartungen moralischer oder sittlicher Gültigkeit. Und stellt erst fest, mitunter, wenn man in ein Loch fällt, dass die vermeintliche Sicherheit der Sicht trügerisch war. Die Frage, die sich mir dann stellt, macht es überhaupt Sinn, Menschen etwas zu sagen oder zu Menschen zu sprechen, in Zeiten, in denen allgemein zu erwünschende Verhaltensformen des Miteinanders nicht mehr gelten. Dass das insbesondere durch das Internet in einer krassen Weise unterlaufen wird, kann man gerade in unserer Zeit sehen. Wenn Menschen sich im Internet zu irgendeinem Thema, das gerade die Gemüter sehr bewegt, nicht konform bestimmten Gruppierungen gegenüber und ihren Ansichten gegenüber äußern, diesen etwas, das man nur als einen Mob
bezeichnen kann, in ähnlicher Weise nachstellen. Nun hatten wir auch in vergangenen Gesellschaftsformen Mobs, die über Menschen hergefallen sind, die nicht konform erschienen. In vergangenen Zeiten oft mit tödlichem Ausgang. Das ist heute ein wenig gnadenreicher. Der Ausgang ist selten tödlich. Belastend genug, aber allemal. Ich musste selbst feststellen, dass sich mit den Gewohnheiten der Taggesellschaft, mit Gruppierungen und Menschen offen in Verbindung zu setzen, einen selbst in große Gefahr bringt. Für mich als Soziologen und Philosoph hat sich schon seit Monaten die Frage gestellt in immer drängender Weise, macht es in solchen Kriegs- und Nachtzeiten überhaupt Sinn, sich mit Menschen zu verbinden, Menschen so nah an sich heranzulassen oder überhaupt zu Menschen aus einer philosophischen Perspektive zu sprechen? Eine bessere Antwort als vor Monaten, als ich mir die Frage ins Bewusstsein schob, habe ich auch heute nicht. Die Frage ist natürlich berechtigt. Ist es sinnvoll, die sterbliche Lebenszeit mit etwas zu verbringen, von dem man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen muss, dass es kein Gehör findet? Es ist ein Merkmal von Kriegszeiten wie diesen, dass Menschen sich zusammenscharen und dabei Nuancen, Details, Freiheit zu individuellen Sichtweisen ziemlich schnell verloren gehen. Man kann sich des Eindrucks mitunter nicht erwehren, die diversen Teile der Gesellschaft sind unterwegs wie eine Stampede, eine große Herde wilder Tiere, in blinder Hast einer bestimmten Richtung zueilend, sodass man selbst nur drei Möglichkeiten hat. Man rennt mit der Herde mit, man tritt beiseite und schweigt, oder man wird niedergetreten. Es ist eine interessante, ebenso wie deprimierende Einsicht aus einem der frühesten historischen Zeugnisse der menschlichen Geschichte, dem sogenannten Peloponnesischen Krieg. Der Krieg Spartas gegen Athens, in dem der erste Historiker, jedenfalls der als solcher gilt, Thukydides, im sogenannten Melia-Dialog etwas von der Logik des Krieges berichtet. Darin tritt der Gesandte der Großmacht Athens vor die Vertreter des kleinen Inselreichs Melos und verlangt, sie, die Melier, müssten sich der Kriegsseite Athens anschließen oder platt gemacht werden. Die Melier argumentieren, sie sind klein und unbedeutend,
argumentieren, sie möchten sich ihre Unabhängigkeit bewahren. Aber die Athener argumentieren, sie können Neutralität und dritte Positionen nicht dulden. Die Geschichte ging für die Melier tragisch aus. Die Melier verweigerten sich der Parteinahme. Sie wollten weder der Seite der Spartaner noch der Athener beitreten. Die Athener reagierten darauf, indem sie Melos auslöschten, jeden Bewohner umbrachten und die Stadt Melos später mit eigenen Siedlern aus Athen neu begründeten. Das ist das Verhalten von Parteien, Gruppierungen, Bewegungen und vermeintlichen Gruppierungen von jeher gewesen. Haben die Melier richtig gehandelt, auf ihrer Unabhängigkeit zu beharren? Wäre es sinnvoll gewesen für die Melier, ihre Überzeugung der Eigenständigkeit preiszugeben, um des Überlebens willen? Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Wir leben in Zeiten, die glücklich genug sind, dass wir, und ich sage das mit einiger Betonung, noch nicht so weit sind, dass es um Fragen von Leben und Tod geht, wie in vergangenen Zeiten. Auch hege ich berechtigte Hoffnung, dass es dahin nicht kommt. Mag auch gerade diese Enttäuschung manche erzürnen, die sich in ihrem Herzen den großen Kampf wünschen. Die Träume solcher Menschen, so bin ich überzeugt, gleich ob sie von links oder rechts kommen mögen, werden sich nicht erfüllen. Noch glaube ich, dass, wenn eine solche gewaltsame Abrechnung käme, was immer danach folgt, in irgendeiner Weise eine Verbesserung wäre. Auch dafür gibt es genug Zeugnisse der menschlichen Geschichte. Ich habe vor nicht vielen Stunden einen guten Freund gefragt, wenn alle im Modus des Krieges sind, welchen Sinn macht es dann, philosophische Nuancen zu ergründen? Er sagte zu mir etwas, das ich vor Jahren zu ihm sagte. Er sagte: Der Philosoph spricht auch in der Zeit des Krieges, ist auch seine Position eine einsame weiter. Denn er, der Philosoph, spricht nicht für die Mitwelt, sondern für die Zeit nach dem Krieg, die kommt. Wenn wir auf Konfliktzeiten der Vergangenheit zurückblicken, eine Epoche, die ich immer wieder erwähnt habe, der Dreißigjährige Krieg, dann sehen wir meist, wie sinnlos die Konflikte gewesen sind. Als Römer gegen Karthager kämpften, so war es sicher in der Vorstellung beider Seiten ein Kampf, der existenziell notwendig war. Aus unserer Sicht aber ist klar, wie absurd, lächerlich und sinnlos es war, dass Karthago und Rom sich in solch einem gewaltsamen Kampf gegeneinander aufrieben, ebenso wie sinnlos und unfruchtbar es gewesen ist, dass Katholiken und Protestanten sich über einen so unglaublich langen Zeitraum in so blutiger und brutaler Weise niedergemetzelt haben.
Das Einzusehen ist oft der Nachwelt beschieden. Die Mitwelt der Gegenwart sieht es nur in wenigen. Für wen ich spreche, zu wem ich spreche in dieser Verdunklung der Welt, die in eine Nacht gefallen ist, weiß ich nicht. Was in einer solchen Zeit sinnvoll zu sagen ist, weiß ich noch weniger. Was ich weiß, ist, dass ich mit der Erkenntnis, dass wir in einer Dunkelzeit leben und in einer Kriegszeit, diesen Weg alleine gehen muss. Ich habe in persönlichen Kommunikationsvorgängen der letzten Zeit Erschütterungen erlebt in das Vertrauen von Leuten, die mich schmerzlich an Erschütterungen vor einigen Jahren erinnern, als ich in einem anderen politischen Bereich meine Meinung äußerte. Man ist wohl selbst schuld, wenn man eine einmal gelernte Lektion noch einmal lernen muss. Für mich ist klar, dass ich als Philosoph, der Wert darauf legt, unabhängig von anderen zu denken und zu sprechen, klar, dass ich mich in völliger Weise unabhängig machen muss von Lob wie von Tadel. Ich bin wie jeder Mensch im Inneren darauf eingestimmt, lieber mit anderen Menschen zusammen etwas zu unternehmen, als für mich alleine zu sein. Das ist die unbeschreitbare Natur, ich möchte meinen, jedes Menschen. Wenn der Preis aber ist, dass man am nächsten Tag aufsteht und sich fürchtet vor der aggressiven Gewalt, wegen Meinungsabweichungen, die man selbst im besten Wissen und Gewissen gefunden hat, dann ist die Einsicht klar, dass man in dieser Nachtzeit, in der die Welt gesunken ist, sich nur auf sich selbst verlassen kann. Ich kann das Geschehen, wie ich es sehe, und will, wie ich es sehe, es, soweit es mir geboten ist, kommentieren. Ich tue dies nicht mehr für die Gegenwart, auch wenn ich nicht vermessen genug bin, anzunehmen, dass meine Stimme in die Zukunft dringt. So ist es für mich ein Gebot des Gewissens, es, soweit es mir möglich ist, doch zu versuchen. Sei es zu guter Letzt auch nur als schwache Ermunterung an die wenigen, die verblieben sind,
die sich nicht in Schwarz-Weiß-Denken und Lagerdenken, Parteidenken und Gruppierungsdenken verloren haben. Mögen sie selbst auch weiser sein als ich und schweigen. Überbrückt es vielleicht das Gefühl der Isolation dieser wenigen, die sich noch wahre Unabhängigkeit im Denken bewahrt haben. Wir haben mit der modernen Kommunikationstechnik wie mit anderen Technologien Energie, Fortbewegung, Kriegsgerät, was man will, uns eine technische Welt geschaffen und mit den modernen Mitteln der Massenkommunikation und der globalen Gesellschaft auch Gesellschaftsstrukturen geschaffen, von einer Komplexität, die wir, wie ich sagte, nicht mehr intellektuell gewachsen sind. Es erscheint mir als ein unmögliches Unterfangen, den Menschen zu versuchen, den freiwilligen Verzicht auf etwas zu predigen, an dem sie so hängen. Ob ein gewaltsamer Umbruch die Menschen eines Besseren belehrt, ist gerade angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen leider ebenfalls zu bezweifeln. Der Philosoph aber, wie Seneca lehrte, spricht nicht für Hoffnungen. Er spricht, weil er es muss. Ich werde meine Arbeit in einer Weise fortsetzen, die mir ermöglicht, in völliger Unabhängigkeit von den Meinungen anderer zu sprechen. Die schließt bedauerlicherweise, aber so sind die veränderten Regeln in den Zeiten von Dunkelheit und Krieg, das maximal mir mögliche Abstand nehmen von allen Kontakten mit anderen. Das ist bedauerlich, aber es ist die notwendige Selbstsicherung in Zeiten, in denen es andere Spielregeln gibt. Dies ist der erste Kommentar dieses neuen Gedankens, der Nachtgedanken.